Und wieder zurück bei Virtuous Last Reward. Meine Güte, ich krieg auch immer einen Dreher bei dem Namen. Alles klar. Dann, das war ich, mein Freund. Hey, hier drüben. Sigma, schau mal. Was ist das? Oh, Alter. Oh, geht's noch creepier? Geht's noch gruseliger? Alter. What the fuck? Okay, dass sich der noch bewegen würde. Alter, jetzt mal ohne Scheiß. Der sieht aus, als ob er mir gleich an den Hals springt. Was wahrscheinlich einfach nur daran liegt, dass sein Kopf wie ein Totenschädel aussieht. Ohne Witz, der sieht so aus, als könnte er mich auf 20 verschiedene Arten und Weisen töten. Den Raum mit inbegriffen wahrscheinlich. Meine Güte, das tut weh. Es fühlt sich nicht richtig an, dass sich ein Rücken, dass sich der Rücken so anhört oder dass sich der Rücken so anfühlt. Dass sich ein Rücken so anfühlt, ist nicht wirklich richtig. Es ist der Roboter oder ein Roboter und er spricht mit einem Akzent. Ja, ich kann mir nicht helfen, Blümchen. Ich hab's mir nicht ausgesucht, so zu reden. Überhaupt nicht. Nun, Alice, Darling. What the fuck? Woher kennst du ihren Namen? Erinnere ich mich richtig, dass du meine Sprache als kratzig bezeichnet hast? Warum? Das ist ziemlich. Ja, ich könnte eine andere Roboterstimme versuchen. Warum? Das ist ziemlich. Naja, das könnte ich jetzt aber nicht ewig durchhalten. Das ist so eine Roboterstimme, da kann man nur ein, zwei Sätze mit sagen. Warum? Das. Das ist ziemlich grausam von dir. Na, oh Gott. Nee, das kriege ich nicht die ganze Zeit über hin. Ich habe das Gefühl, der Typ wird mir jetzt gleich einen ganzen Roman runterleiern. Das kriege ich auf jeden Fall nicht gebacken die ganze Zeit. Nun, das ist doch ziemlich grausam. Ja, vielleicht sollte ich ihm eine etwas andere Stimme geben, eine, die weniger wie ein Roboter klingt. Ich meine, ich habe nicht das Gefühl, dass er tatsächlich wie ein Roboter klingt. Glaubst du wirklich, dass ich danach gefragt habe? Ich glaube, die Stimme passt super zu ihm. Schaut mal, sie haben sich entschieden. Sie haben sich entschieden, uns allen, wie nennt man es, Persönlichkeit zu geben. Und irgendeiner von diesen Typen hat sich gedacht, er gibt mir den hier. Das ist überhaupt nicht richtig, das fühlt sich nicht richtig an, ich sag's euch. Alle geschockt. Also, was zur Hölle bist du? Cooper. Wenn du. Okay, ein Barrel Maker. Ach so, wenn du ein Fasshersteller bist, dann bin ich ein Astronaut. Ja, du bist richtig, mein alter Sohn. Du hast schon recht. Nun machen wir weiter. Have a butcher's mate? Alter, was ist das für eine Sprache, die er da gerade spricht? Egal. Wonach sehe ich für dich aus? Roboter, sagst du? Na dran, aber du kannst uns Gaulems, du kannst uns hier in der Gegend Gaulems nennen. Golem? Oh, ich habe von Golems bereits gehört. Sie sind eine Art Monster, glaube ich, aus dem jüdischen Brauch oder aus einer jüdischen Legende. Sie werden aus Ton hergestellt und sie sehen aus wie ein Mann. Sie sollen tun, was auch immer ihr Meister oder Erschaffer, sie sollen alles tun, was ihr Meister oder Erschaffer ihnen befiehlt zu tun. Nun bist du nicht ein cleveres Kerlchen. Du bist natürlich korrekt. Die Golems aus den Mythen sind eine Tonkreation, die sich ganz von alleine bewegen. Allerdings werden wir leicht anders buchstabiert.
Die originalen Typen werden G-O-L-M buchstabiert. Und ich und meine Kameraden hier werden G-A-O-L-M, L-E-M buchstabiert. Das ist ein Akronym. Das ist ein Akronym für generell zweckmäßige autonome laborelektrische Maschine. Um ganz ehrlich zu sein, es ist ziemlicher Müll, wenn du es so komplett ausschreibst. Aber ich schätze mal, sie wollten sicherstellen, dass sie dieses Golem-Ding da reinpacken, da wir ja Roboter sind und so. Also sollen wir dich Gaulem nennen? Das wirkt aber nicht ganz koscher. Wow, bist du witzig. Denn schließlich sind all meine Kameraden hier auch Gaulems. Ich werde dich auch wohl kaum Mensch nennen können, oder? Und wie sollen wir dich dann nennen? Nun, wir haben alle eine Produkt-ID. Und sie sind alle ziemlich einzigartig. Ich schätze mal, das ist der beste Name, den man kriegen kann. Und deine ID ist? GTMCMGOLM. Boah, das ist viel zu lang. Das können wir uns nicht merken. Ach, wollt ihr mich jetzt auf den Arm nehmen? Ich hatte damit selbst noch nie ein Problem. Also gut, dann lasst uns nur das letzte Stückchen verwenden, oder? G-O-L-M? Golem? Komm schon, Mann, das ist doch auch nur Golem. Nun, mich laust der Affe. Ich kann nie behaupten, dass mir das aufgefallen wäre. Ohne Scheiß. Der Mundwinkel von ihm, der geht so komisch nach oben, als ob er mich die ganze Zeit so angrinsen würde. Richtig komisch. Als ob er die ganze Zeit so zwischendurch machen würde. Ist schon ein komischer Zufall, nicht wahr? Alles klar, Golem. Du sagtest Alice Darling vor einer Weile. Du sagtest gerade eben Alice Darling, oder? Was? Kann ein Gentleman etwa nichts Nettes zu einem jungen Vögelchen sagen? Hä? Nein, ist mir egal, ob du sie Darling nennst. Was ich damit sagen will, ist, du hast sie Alice genannt. Woher wusstest du ihren Namen? Oh, sie ist nicht die Einzige. Oh, sie ist nicht die Einzige von eurem Haufen, dessen Namen ich kenne. Ich weiß auch, wer du bist, Sigma, und du auch, Luna. Ich bin mit euch allen Neuen ziemlich bekannt. Wie denn? Du weißt es nicht? Sie haben Kameras an diesem ganzen Ort. Dann, wiederum, die Linsen sind nicht viel größer als eine Schraube. Und sie sind alle eh versteckt. Also schätze ich mal, man kann euch nicht wirklich dafür ankreiden, dass ihr sie übersehen habt. Wisst ihr? Nun, wie ich gesagt habe, es gibt Kameras, you see? Und all die Daten, die sie aufzeichnen, werden in Echtzeit an die Mainframe übertragen. Also muss ich einfach nur ganz kurz den Hauptkern anfunken, diese Videos angucken und schon weiß ich alles, was ihr getan habt. Also, soll das bedeuten, du bist Zero Junior? Ach, kommt schon. Ist das euer verdammter Ernst? Ihr müsst ziemlich wahnsinnig sein, wenn ihr denkt, dass ich der junge Meister Zero bin. Der junge Meister ist eine ziemlich eigenständige KI, die alle elektronischen Stücke an diesem Ort hier überwacht und lenkt. Mein leeres Ich und diese mein leeres Selbst und diejenigen, die unvorteilhaft oder leider Gottes so sind wie ich, sind mehr mit Computerterminals vergleichbar,
die sich nur ein kleines bisschen vom zentralen Kern ausleihen. Also Gaulems sind so etwas ähnliches wie Zero Juniors, Diener? Nicht wirklich, Governor, nicht wirklich. Ich würde sagen, ich und meine Kameraden hier sind mehr wie, Arme und Beine, oder? Nun, ihr habt selbst nicht wirklich Arme und Beine in euren, nicht wirklich Gehirne in euren Armen und Beinen, oder? Natürlich nicht. Ah, da hast du recht, Miss. Es wäre schon ziemlich eklig, wenn deine Ellenbogen und dieses flatterige Stück an deiner Hacke komplett mit Gehirn gefüllt wäre. wir sind wie eure Arme und Beine. Die Gaulems. Der Sitz des Bewusstseins der Gaulems ist sozusagen nicht in dem Kopf. Um ehrlich zu sein, ist es nirgendwo im Körper. Was ist ein ziemliches, was natürlich die offensichtliche Frage stellt, wo ist es dann? In der Mainframe? Ah, perfekt. Also der Teil von mir, der denkt, ist in der Mainframe. Oder in dem Hauptprozessor. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man Mainframe am besten übersetzen kann. Alles, was dieser Körper hier sieht und hört und was... and what have you? All das wird dorthin zurückgesendet. Und dann macht diese Mainframe irgend so eine Art computermäßiges Hin- und Hergesteche und macht ein paar Entscheidungen. Und diese Entscheidungen werden in Kommandos umgewandelt. Diese Kommandos werden über irgendwelche kabellosen Verbindungen geschickt und wupp, 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 und irgendwann wird mein Körper sie auffangen. Und endlich können diese Kommandos bei mir eine Aktion auslösen, was die kleinen Teile meines Körpers bewegt. Und genau deshalb ist dieses Ding wie ein Computerterminal, wisst ihr? Der Körper ist nur ein Output-Gerät, ist eine Art Output-Gerät. Also so eine Art Empfängergerät, kann man auch sagen. Wenn wir von einem dieser persönlichen Computer hier reden würden, könnte man sagen, ein Gaulem ist so eine Art Monitor. Hä? Warte eine Minute. Dann würde dich das dann nicht zu einem Teil von Zero Junior machen? Ich schätze, das könnte man sagen. Naja, schließlich teilen wir uns ja die gleiche Mainframe und so. Aber ich weiß einen Scheiß über dieses Spiel, das er hier anführt. Dieser Teil der Mainframe ist von dem Rest von uns abgeriegelt worden. Ich bin ein unabhängiger Kern. Zero und ich sind zwei verschiedene Schafe. Ihr wisst doch noch, wofür Gaulem steht, oder? Ich bin autonom. Aber wenn das der Fall ist, die Analogie deiner Hände und Füße macht keinen wirklichen Sinn. Meine Arme und Beine sind nicht autonom. Sie bewegen sich nicht einfach von alleine. Bist du sicher, Governor? Ich habe dich gerade dabei beobachtet, wie du deine Arme verschränkt hast. Hä? Ja, und jetzt ziehst du eine Schnute und deine Stirn zieht sich total zusammen. Glaubst du, du machst diese Dinge beabsichtigt? Wenn du deine Arme verschränkst, hast du dir dabei gedacht, alles klar, dann verschränken wir sie mal, oder? Na dann, zieh dich mal nach unten, Mund. Oh, und Augenbrauen, ich würde es sehr bevorzugen, wenn ihr euch ein bisschen zusammenziehen würdet. Das hast du dir dabei doch gedacht, oder? Nein, ich glaube nicht wirklich. Ich glaube, du hast das alles unterbewusst gemacht. Gibt es, äh, äh,
Gibt es einen Mann auf der Welt, der nicht zu sich selbst sagt, ich fühle mich ein bisschen nervös. Ich werde mal ein bisschen mein Bein herumwackeln lassen. Ich werde mal ein bisschen mein Bein zittern lassen. Wer denkt wirklich stark darüber nach und sagt sich selbst, nun, ich denke, ich werde... Okay, Loaf? Irgendwas kratzen, keine Ahnung. Nun, ich werde jetzt mal dem guten alten Körperteil ein bisschen mit Kratzen aushelfen. Wie wär's, wenn du nach deinem Tee greifst? Wenn du eine Seite in deinem Buch umblätterst? Oder was ist, wenn du wenn deine Augen einfach nur das Pärchen an diesem Vögelchen dort anstarren, hä? Die Liste geht weiter, meine Freunde. Aber all diese Dinge werden nur von eurem Unterbewusstsein gesteuert. Schon wahr, wenn ein Teil von eurem Körper etwas tut, ist es, weil euer Gehirn es so sagt. Aber das bedeutet nicht, dass euer Bewusstsein tatsächlich darin involviert ist. Fakt ist, das kann es nicht. Wenn euer Gehirn mit all diesen kleinen Teilen des Lebens sich beschäftigen müsste, dann würdet ihr irgendwann durchdrehen. Und so können die Gaulems und der junge Meister miteinander auskommen. Ihr habt es doch jetzt mittlerweile verstanden, oder? Dann willst du damit sagen, dass Zero Junior ein zentraler Teil der Mainframe ist und die Gaulems sind wie seine Hände und Füße? Richtig! Ah, zu schade. Ich schätze, ich hätte nicht über solch schweren Scheiß reden sollen, oder? Meine Schultern werden schon schlapp. Du bist ein Roboter. Wie können deine Schultern schlapp werden? Und du hast uns vorhin gesagt, dass dein Rücken wehtut. Willst du uns die auf den Arm nehmen? Ja, habe ich und nein, habe ich nicht. Mein Rücken ist echt ein ziemliches Durcheinander. Bei der letzten Überprüfung haben sie mich einfach hier zurückgelassen. Ich bin seit Jahren auf diesem Bett gewesen. Also mein Rücken hat das alles andere als gut getan. Jedes Mal, wenn ich mich bewege, tut er weh. Aber warum bist du nach all der Zeit wieder aufgewacht? Was glaubst du denn, meine Liebe? Weil ihr Leute mich eingeschaltet habt, deshalb. Ganz besonders die Dame da drüben. Oh ja, der Knopf über dem Safe. Da hast du recht, mein Lieber. Kannst du dann mit uns mitkommen? Die anderen müssen das sehen. Nee, kann ich nicht. Und das ist eine ziemliche Schande. Ich kann nur so weit gehen, wie dieses Kabel mich lässt. Ich habe interne Batterien, aber sie sind schon ziemlich beschädigt. Um ehrlich zu sein, deshalb war ich überhaupt hier bei der Mainframe. Dasselbe gilt für diese anderen Blöker hier. Natürlich sind sie nicht mit einem Stromkabel verbunden, wie ich es bin. Also werden sie in nächster Zeit nirgendwo hingehen. Ich verstehe. Also, wirst du meine Frage nicht beantworten? Hä? Was für eine Frage denn? Ich habe dich gefragt, wie deine Schultern so schlaff werden können, da du ein Roboter bist. Richtig, richtig, das hast du gefragt. Wieso du unbedingt auf dieser Kleinigkeit beruhen musst, aber... Nun ja, ich schätze, es ist nicht wirklich wichtig, aber... Ich bin einfach nur neugierig. Ah, neugierig bist du also. Das ist ein gutes Wort. Auf jeden Fall. Ein gutes, kraftvolles Wort. Die Art von Wort, die das Herz von jedem Roboter zum Flattern bringen würde. Dann werden wir das Ganze mal aufklären, oder? Dann bitte leiht mir für kurze Zeit eure Ohren, Lords und Ladies. Also, wie kann ein Roboter schlaffe Schultern bekommen? Und was bedeutet Schmerz für einen Roboter? Erzähl mir, Gov, hast du jemals von dem chinesischen Raum gehört? Ohne auf eine Antwort zu warten,
fing Golem schon mit seiner Erklärung an. Okay, Moment. Ich guck nochmal ganz kurz auf die Uhr. Wie lange habe ich noch? Oh, okay, gleich ist die Zeit um. Ah, wisst ihr was? Bevor ihr jetzt diese lange Erklärung über den chinesischen Raum ablässt, würde ich glatt sagen, beende ich lieber den Part an der Stelle und dann steigen wir beim nächsten Mal direkt wieder hier ein. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.